Oh Gott, die Pokémon kenne ich gerade nicht auswendig. Ratfratz, stimmt. Dann müsste noch einen Rettern haben und ein Zubats, glaube ich. Ich glaube nur, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, Ruckzuckieb, nerv mich nicht. Und Level 17, das entspricht mein jetziges Alter, aber morgen bin ich 18, morgen habe ich Geburtstag. Uiuiui, okay, ich habe mich geirrt. Zum ersten Mal habe ich mich geirrt. Uiuiui. Ha! Pikachu hat's doch geschafft. Und schaffst du es, Zubat, noch, Pikachu? Na, ich bin gespannt, riskieren wir es mal. Yes! So, ein Mist verloren. Alles klar, dann kommt jetzt ein Trank. Ah, setzen wir gleich noch ein ein, was soll der Geiz? So. Warum speichere ich? Okay, dann machen wir es so. Ich mache mal kurz eine Pause, ne? Sehen wir uns gleich wieder. Gleich. Wir sind immer noch im finsteren Mondberg und werden überfallen. Von einem ZUBAT. Level 6. Zack. So. Und da oben ist ein Wanderer, der hat ein oder zwei Onyx. Ne, der hat einen Onyx und einen Kleinstein. Und hier ist ein Mondstein. Das heißt, ich setze Pikachu mal nicht an die erste Stelle und setze Madbow wieder an die Spitze. Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Ah, der 3. Kleinstein, Onyx. Dann eben so. So, ich habe jetzt keine Lust, den mit Pudertank zu schwächen und greift ihn gleich an. Hätte es auch kaum gebracht, der hat nur 2 Angriffe zum Überstehen. So, jetzt kommt Kleinstein Nummer 2. Ja, und jetzt ist er verwirrt. Das habe ich euch vorhin erklärt. Jetzt besteht eine Chance, dass er sich selber verletzt. Also dann verliert er selber KP und kann seine Attacke nicht einsetzen. Ja, sage ich ja. Kleinstein, Onyx. Onyx ist nicht die Weiterentwicklung von Kleinstein, falls ihr es denkt. Und tschüss. Boah, du hast mich total überrumpelt. Ja, überrascht. Also, es ist das Gleiche. Ist hier einer? Nein. Hier ist ein Rocket wieder. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Habt ihr Glück, dass es ein Kinderspiel ist, sonst hätten die Ausdrücke gesagt. Ei, der ist stark. Gegen den habe ich auch mal verloren. Eieiei, Ruckzuckieb. Oh. Unsere Spo hat Level 17. Ah, der hat doch kein Radikal. Hat er nur in der blauen und roten Radikal. Also, ja, in der Game habe ich noch nie gegen den verloren, aber in der blauen, der Radikal Level 17, glaube ich, oder 16, gegen den habe ich auch verloren. Was denn jetzt los? Oh man, Cheating. Cheater, Zubat.
So. Und noch eins. Pipi. Findet man nur im Mondberg. Oh Gott, unser Smetbo. Ich flieh lieber. Und jetzt setze ich Pikachu wieder an die Spitze. Weil uns das Mapbo so geschwächt ist, dass ich es nicht mehr einsetzen kann. Und ich werde auch langsam heiser vom vielen Reden. Noch eins. Ja, ist ja schön. Okay, dann kämpfen wir einfach mal. Ah, ich darf nicht so oft Donnerstock einsetzen. Donnerstock hat... Wobei, wir haben einen Äther. Mit dem Äther kann man übrigens die AP wieder auffüllen. Ich glaube, das mache ich sogar gleich. Äther. Auf Pikachu. Donnerschock. Die AP wurden wieder aufgefüllt. Dann gibt es noch ein Elixier, das füllt alle Attacken auf. Beim Äther ist es nur eine Attacke. Eieiei. Noch ein Zubat. Keine Lust zu kämpfen, wir sind eh gleich draußen. Hier ist ein Mondstein versteckt, falls ihr das nicht wisst. Ja, klar, Kleinstein, wir können ja kämpfen, weil Pikachu kann nur Ruckzuck und zieht gegen Gestein nicht sehr viel ab. Rot findet einen Mondstein! Naja, die Zubats sind ja auf dieser Ebene ziemlich stark. Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ein Streber. Ein Gift-Pokémon, Slimer. Gut, jetzt können wir Donnerstock wieder einsetzen, weil wir die AP wieder aufgefüllt haben. Jetzt geht's natürlich nicht mehr, weil sie blockiert ist. Super. Dann greifen wir eben mit Ruckzuckhieb an. Ist zwar nicht so effektiv wie Donnerschock, aber besser als kein Angriff. Ein Voltoball. Ich glaube, die Macher haben den Trainer stärker gemacht, um das auszugleichen, weil... Vorher war hier unten noch ein Rocket und den haben sie hier in dieser Generation, also nicht Generation, sondern Edition entfernt. Und dafür haben sie diesen Trainer hier stärker gemacht. Zudem haben sie noch eine kleine Überraschung eingebaut, aber ich will nicht zu viel davon sagen. Lasst euch einfach überraschen. Ein Smogon. Ein Gift-Pokémon. Moment, ist Donnerschlag noch blockiert? Ja. Jetzt nicht mehr. Ah, Smog. Nicht vergiften, bitte. Weil wir Smog kann Pikachu vergiften. Oh, wir haben Glück gehabt, dass es daneben ging. So, jetzt noch einmal Ruckzuckhieb. Und wir können ein Fossil auswählen. Na gut, ich gebe dir eines ab. Welches nehmen wir denn? Also wir haben die Wahl zwischen das Domfossil, da kriegen wir Kaputops raus. Oder mit dem Helixfossil, da kriegen wir Ammonitas raus. Sagen wir so, ich habe bei meinem Let's Play Rot das Helixfossil genommen. Jetzt wäre es nur fair, wenn ich das Domfossil nehme. Oi, Pikachu jumpt weg. Dann gehört das hier mir. Smiley. Pika! Pikachu freut sich. Na, ich gewöhne es mir dauernd an zu speichern. Gut, dann mache ich mal ein Safe State. Und ich mache mal kurz eine Pause. Bis dann. Wir sind ja immer noch im Mondberg.
Gut, und da ist der Ausgang. Juhu! Bleib auf der Stelle stehen! Ah, das Fusiger Team Rocket! Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Diese zwei Trainer sollen Chelsea und James aus der 3V-Serie darstellen. Lass das Pokémon von James Rettern. Und wie auch in der TV-Serie wird Rettern mit einem Donnerschock angegriffen. Scheiße. Ach, wenn ich auf Kampf gehe, verliert Pikachu Leben. Deswegen wechsle ich. Nicht vergiften. Danke. Windstoß. Windstoß. Und Mauzi. Das sprechende Mauzi. Schwächen wir erstmal mit Sandwirbel. Und dann Ruckzuckhieb. So, nochmal Ruckzuckhieb. Hat sich übrigens noch nie entwickelt im Verlaufe der Pokémon-Geschichte. So, Ruckzuckhieb, das ist Smogon von James. Ne, Quatsch, das Rettern war von Jesse und das Smogon ist von James, genau. Also ich habe ewig kein Pokémon mehr gesehen, also ich will es auch nicht mehr anschauen, aber so viel ist noch hängen geblieben. Ah, Tauburger ist tot. Oh Gott, das kann nur bei Wärmen. Wir haben immer noch Smetbo mit Konfusion. Und da Smogon ein Gifttyp ist, ach egal. Rot besiegt Team Rocket. Sein Bike hat uns besiegt. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Ausgang! Route 4 Mondberg nach Azure City. Wir sind draußen. Wir sind ganz gut durch den Mondberg gekommen, ohne zurück ins Pokécenter zu gehen. Und was haben wir hier? Das ist TM4, das ist Wirbelwind. Okay, wenn wir über die Button springen, können wir nicht mehr zurück. So, Leute. Kurze Unterbrechung, und zwar bin ich genau an der Stelle, habe ich angefangen, Pokémon zu spielen. Das war vor 10 Jahren. Ich war bei meiner Tante übernachten und dann habe ich dieses Pokémon-Spiel gesehen. Lag da auf dem Wohnzimmer nachtisch. Ich bin gerade aufgestanden, lag da der Gameboy dran. Ich war ja damals ein Gameboy-Süchtiger. Habe ich mir gesehen, was da drin ist, gelbe Edition. Habe ich mir gestartet. Ich war im Pokécenter von Azuria City. Bin hier hingelaufen und hier stehen geblieben und habe die Musik genossen. Dann bin ich hier weitergegangen. So, bin ins hohe Gras gegangen und musste überraschend feststellen, dass da was passiert. Und dann sind lauter Pokémon aufgetaucht. Mein Cousin, der hat so 30er Pokémon gehabt, hier damals noch. Hat auch am Pikachu anstelle gehabt. Hat mit Pikachu angegriffen.
Ja. Und damit begann meine Pokémon-Karriere. Aber genug zur Geschichte. Die erste Stadt, wo ich im Pokémon war, war Azuria City. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben den Pokémon Monster wieder fit. Eine sehr schöne Stadt, Azuria City. Hier ist alles azurblau. Hat man dir schon von Bill erzählt? Hier nennt mich Pokémon Nick, aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? Ich hab drei Arceus Level 100 drüber. Ah. So, und in 10 Jahren, also 10 Jahre später, nehme ich dieses Let's Play auf und erzähle von meiner Vergangenheit. Ja, ist das schön. Nun gut, nun genug zurück in die Gegenwart. Wir sind hier in Azuria City. Und zwar gibt es hier ein verstecktes Sonderbonbon. Das holen wir uns gleich einmal. Und zwar hier ist es irgendwo. Scheiße! Pikachu angesprochen. Naja, das habe ich damals auch gemacht. Und es hat damals auch gejumpt. Jawohl, hier ist es. Gut, jetzt legen wir unsere TMs mal ab, weil die brauchen wir momentan nicht. Und wir können eine begrenzte Anzahl von Items aufnehmen. So. Ablegen. Die Karte, die brauchen wir eigentlich nicht. Gegengift brauchen wir. TM34. Weg damit. Weg damit. Sonderbomben. Brauchen wir erst später. Naja, Fluchtzeit wäre nicht schlecht, wenn wir es mal haben. TM1 legen wir mal ab. Gut, den Mondstein legen wir auch ab. Dunkelfossil brauchen wir auch später. Das können wir erst in der Zinnoberinsel wiederbeleben. Und TM4 Wirbelwind legen wir auch ab. Gut. Ja. Okay, dann erkunden wir mal die schöne Azuria City Stadt, die erste Stadt, in der ich in Pokémon jemals war. Bill besitzt viele Pokémon. Er hat einige sehr seltene in seiner Sammlung. Dieser Bill, ich hörte, für seltene Pokémon würde er alles tun. Und das ist die Arena von Azuria City. Azuria City, eine mysteriöse, blaue Aura umgibt die Stadt. Azuria City Pokémon Arena, Arenaleiterin Misty, die zauberhafte Arenaleiterin. Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Nein, nicht! Es ist schwer, einen Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Elektroball ignoriert die Befehle. Elektroball ignoriert die Befehle. Elektroball bummelt herum. Elektroball wendet sich ab. Elektroball ignoriert die Befehle. Elektroball bummelt herum. Ja, das passiert, wenn man ein Pokémon getauscht hat, das ein hohes Level hat und man nicht genug Orden hat. Mit Schutz kannst du die Kämpfer und schwächere Pokémon vom Leib halten. Außerdem solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Warum denn? Es ist immer dann gut, das Schwächste zu trainieren, du Noob. Bis hin zu Sonderbonbons? Gibt man einem Pokémon ein Sonderbonbon, dann erreicht es das nächste Level. Ja, das habe ich euch schon gesagt. Und langsam werde ich heiser. Was ist hier? Tipps für Trainer. Drückt man den B-Knopf während der Entwicklung eines Pokémon, so wird der Prozess abgebrochen. Das heißt, das Pokémon entwickelt sich nicht. Fahrradladen, fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Geh mal rein und hol uns eins. Ich möchte ein
Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ein brandneues Fahrrad. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Egal, wir kaufen uns eins. Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Das ist unser bestes Fahrrad. Ein Fahrrad für, Moment, die Zahl muss ich erst lesen können. 1 Million Poké-Dollar. Nein, kaufen können wir es uns nicht, okay. Selbst wenn wir genug hätten, die Maximalgrenze in diesem Spiel an Poké-Dollar ist 999.999. Ich hätte gern ein rotes Fahrrad, aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Mirapla! Ich kümmere mich um das verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der es für es sorgt. Würdest du dich um dieses Bisasam kümmern? Na, selbstverständlich! Rot erhält Bisasam. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Nein. Kümmere dich gut um Bisasam. Piki! Ach, Mist. Dann setzen wir Bisasam an die Spitze, denn es hat nur Level 10. Das ist der Pflanzenstarter. Nur sehr begabte Pokémon-Trainer tragen Orden. Wie ich sehe, hast du dir bereits Orden verdient. Die Orden sind Geheimnisumwölben. Also dann, über welche der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Filzorden. Die Angriffe deiner Pokémon werden ein wenig verstärkt. Außerdem kannst du jederzeit Blitz einsetzen. Also dann, über welchen der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Okay, Quellorden, das ist der, den wir in Azura City kriegen. Die Pokémon bis Level 30, die du durch Tausch erhältst, befolgen deinen Befehlen. Pokémon höhere Level gehorchen dir jedoch nicht. Ferner kannst du den Zerschneider außerhalb von Kämpfen nutzen. Also dann, der Zerschneider ist die Faul, mit dem man diese Büsche zerhacken kann. Die Initiative deiner Pokémon nimmt zu. Des Weiteren ist es dir möglich, Fliegen außerhalb von Kämpfen einzusetzen. Also dann, Fliegen ist eine VM, mit dem man in jede beliebige Stadt fliegen kann. Oh nee, ich habe mich vertippt. Farborden. Pokémon bis Level 50 folgen deinen Befehlen. Pokémon höherer Level gehorchen dir jedoch nicht. Zusätzlich kannst du außerhalb von Kämpfen Stärke einsetzen. Also dann, Stärke ist eine VM, mit der man schwere Felsen bewegen kann. Seelenorden. Die Verteidigung deiner Pokémon wird verbessert. Ferner kannst du außerhalb von Kämpfen Surfer einsetzen. Surfer ist eine VM, mit der wir übers Wasser reisen können. Sumpforden. Pokémon ist Level 70, folgen deinen Befehlen. Pokémon höhere Level gehorchen dir jedoch nicht, also dann. Über welche Orden soll ich dir etwas erzählen? Der Vulkanorden. Die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon werden erhöht. Okay. Und der Erdorden. Jegliches Pokémon gehorcht dir, das du durch Tausch erhältst. Gut, momentan besitzen wir jedoch nur den Felsorden, den wir durch Chocco bekommen haben. Das muss besser werden. Naja. Na, was willst du hier? Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Waren wir schon im Markt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß gar nicht. Doch, wir waren schon im Markt. Was gibt's denn eigentlich im Markt Neues? Pokéball, Trank, Fluchtseil, Schutz, Gegengift, Aufwecker, Paraheiler und andere Sachen. Glaube ich. Gut, damit hätten wir mal in die erste Stadt erkundet, in der ich jemals war. Azuria City. Und ich mache Aufnahmepause. Bis dann. Hier bin ich wieder bei Pokémon. Was haben wir denn für Pokémon? Mal schauen.
Ja, dieser Samen, seht ihr? Und es hat einen Grund, warum wir das Bisasamen gleich an erster Stelle haben, denn wir werden es trainieren in dieser Part. Und zwar hier in dieser Route, da geht's ziemlich gut eigentlich. Jetzt haben wir momentan mit dem Sandern. Wer attacken kann, Bisasamen. Tackle, die kennen wir ja. Heuler kennen wir. Egelsamen. Egelsamen ist eine Attacke. Was ist denn jetzt los? Scheiß Windows-Update. Egelsamen ist eine Attacke, das zieht dem Gegner immer in jeder Runde KP ab und gibt sie dem Pokémon, das bei uns an Stelle ist. Das kann auch ein anderes sein, muss nicht unbedingt Bisasamen sein. Eieiei, und Bisasamen kriegt gerade ziemlich aufs Maul. So. Jetzt schwächen wir noch den Angriff und dann kann er so viel angreifen, wie er will. Das wird immer wieder regenerieren. Heuler. Und nochmal Heuler. Aus Angst, einen Volltreffer zu kassieren, mache ich jetzt einen Trank. Moment. Ah, keine Scheiße. Okay, dann die müssen wir noch. Wir brauchen noch ein paar neue Tränke. Na, jetzt. Man reduziert sich gerade auf 1 KP. Jetzt. Und nochmal. Einmal noch. Jetzt kann der Angriff von Sandra nicht mehr weiter sinken. So. Und ihr merkt, immer wenn Bisasamen durch Kratzer KP verliert, regeneriert Bisasamen gleich wieder. Jetzt greifen wir an. Ja, ja, das ist der Vorteil an Egelsamen. Das ist der Vorteil von Egelsamen. Moment mal, ich muss was trinken, ich habe so einen Schleim in meinem Mund. Moment. Okay. Uiuiui, sehr effektiv. Nee, doch nicht. Hab bloß sehr viel abgezogen. Jetzt können wir es fangen, aber ich will es nicht. So, es gibt EP für Bisasamen. Monkey, extremely fight to anger. No, that's definitely a monkey. Ai, ai, ai. Wechsel. So, Monkey ist ein Kampf-Pokémon. Und Kampf-Pokémon sind schwach gegen Flugattacke. Leider kann Kartobur keine Flugattacke fail. Ja, ja, greift nur mit Kratzer an, genau. Ruckzuckhieb. Bam. Okay. Jetzt kaufen wir uns ein paar Tränke. Die brauchen wir jetzt unbedingt für Bisasamen. Und wir sind wieder in Azur. Ria City. Naja, irgendwie hängt das jetzt bei mir ein bisschen. Naja, egal. Ich muss mal wieder ein Save von meinem Save State machen. Weil wenn er gelöscht wird, dann ist die Katastrophe natürlich groß. Okay. Na, Pikachu. Gangster. Er will uns irgendwann nimmt Pikachu seinen Mut zusammen und hintergeht uns. Okay, jetzt sind wir wieder in der Route 5, glaube ich. Ich kenne die Routennamen in Kanto nicht. Abitag, was?